Also, fahren wir auch nach Tenebrae? Erst müssen wir zum Königsgrab in Kartanika. Ignis, willst du nicht? Meine Wunden sind verheilt. Auch wenn ich nichts sehe. Für wen hältst du dich? Bitte? Wir halten nicht in Tenebrae. Wie lange willst du dich noch so aufführen? Wie hättest du denn gern, dass ich mich sonst aufführe? Du könntest damit anfangen, endlich mit Ignis zu sprechen, der es im Moment am schwersten hat. Lass mich los. Und den Ring könntest du auch endlich benutzen. Luna hat sich geopfert, damit du deine Pflicht erfüllen kannst und du versinkst in Selbstmitleid. So was muss ich mir nicht anhören. Offenbar schon. Oder sollte Ignis umsonst erblindet sein? Genug, Gladio. So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's Maul! Hör endlich auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalt dich entsprechend, du Lusche! Nacht! Lass ihn! Bis zur Ankunft in Kartanika kann Nocte sich frei im Zug bewegen, erkunde die Abteile nach Belieben. Und damit recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, in der letzten Folge war sehr traurig. Da hatten wir zum einen Leviathan, den Boss, erledigt. Ich weiß gar nicht, ob wir die Bestie jetzt beschwören können oder halt nicht. Das werden wir doch bestimmt noch herausfinden. Und das Traurigste war, dass Luna Freya gestorben ist, als sie uns helfen wollte. Genau, seine zukünftige Frau, so will ich mal sagen, ist jetzt tot. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Aber das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß bei dieser Folge. Wenn es euch da ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr wollt, Leute. Aber vergesst nicht, Support ist kein Mord, gell? Also, abonnieren kostet nichts. Immer fleißig den Abo-Button drücken. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Außerplanmäßiger Halt. Den Zug erkunden. Okay, dann erkunden wir doch mal diesen Zug. Das Grab ist am nächsten Halt. Ob Ignis uns wohl begleiten kann? Ignis ist anscheinend in der letzten Folge erblindet durch irgendeinen Unfall. Diese Männer in schwarzen Klamotten machen mir Angst. Kind, sowas sagt man nicht. So. Was müssen wir denn jetzt hier finden? Interagieren. Was können wir da machen hier? Kanagi vermisst. Prinz am Leben. Luna Freya, Nox Fleurit, Kanagi und Prinzessin des einstigen Königreichs Tenebrae wird seit der Anrufung Leviathans in Altissia vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich den Zorn der Wassergöttin nicht. Überlebt hat. Ach so, sie ist anscheinend erstmal nur vermisst. Es könnte also sein, dass sie vielleicht doch noch lebt. Auch ihr Verlobter Prinz Noctis, Louis Callum, wurde von den Fluten mitgerissen und schwer verletzt. Er wacht jedoch wie durch ein Wunder aus seinem Koma und ist nun auf dem besten Weg der Genesung. Okay. Also ist Luna Freya noch nicht hundertprozentig tot.
Okay, das ist das gleiche nochmal. Der Baum der Castino-Grube. Woher stammt der riesige Baum, der auf einmal in der Castino-Grube gewachsen ist? Noch immer rätseln Wissenschaftler, wie es zu dem schnellen Wachstum kommen konnte. Experten vermuten jedoch, dass zwischen dem botanischen Wunder und dem Erwachen und Tod der Götter ein Zusammenhang bestehen könnte. Okay. Sind wir bald da? Nicht mehr lange. Okay, Gladys versteht sich auch nicht mehr so gut mit ihm. Ich hoffe mal, das wird wieder besser. Was ist? Bin ich dir zu langweilig? Red doch keinen Unsinn. Ein super Elixier. Kann man immer gut brauchen. So, das ist anscheinend die erste Klasse jetzt hier. Wurde der Oberkommandant für das Scheitern des jüngsten Einsatzes verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Bravus Nox Fleury wurde nach dem Tod seines Vorgängers bei den Vorfällen in Insomnia zum Befehlshaber der imperialen Armee ernannt. Nach dem Sieg über Titan beauftragte man ihn mit der Wiederherstellung der Sicherheit. Jedoch musste die imperiale Armee bei seiner jüngsten Operation, deren Ziel die Vernichtung der Wassergöttin Leviathan war, empfindliche Verluste hinnehmen. Die Prinzessin ist sicher tot. Ja, von den Fluten verschluckt. Vielleicht hätte sie sich nicht zeigen sollen. Okay, sie ist anscheinend vermisst. Hier wird gerade poliert. Wir bitten um Verständnis. Okay, dann geht's hier schon mal nicht weiter. Sie ist total überteuert. Keine Ahnung, was du erwartet hast. Schließlich ist das hier immer noch ein Niflheimer Zug. Ah, hier ist ein Kajüteaufgang. Ja, können wir aber nicht rein. Wollen wir in den Speisewagen? Also bin ich dir doch zu langweilig. Gib's doch zu. So ein Blödsinn. Ich hab einfach nur Hunger. Schauen wir mal, ob wir Gladius treffen. Vielleicht können wir mit dem nochmal was bequatschen. Ah, da ist er eh schon. Ja, aber ich glaube, der will nicht mit uns reden. Ah, gibt's in Katanika was Besonderes? Glaub nicht. Aber angeblich... Okay, das haben wir schon gelesen. Halt. Haben wir auch schon gelesen. Okay, der Zug ist am Bahnhof Catania eingetroffen. So, und weiter geht's im Kapitel 10 übrigens schon. Okay, was müssen wir jetzt machen? Den Fahrstuhl zum Steinbruch nehmen. Der da? Oh, komm, können wir nicht rüberspringen? Müssen wir hier dank. Aber gibt es hier irgendwie. Ah, hier gibt es was zu kaufen.
Ein Abstecher in den Steinbruch. Kaufen. Der will gut Blutsauger. Sein. 198. Wow. 5000 Gil. Was hat denn noch? Donnerkeil? Schwert. Großschwert. Angriff 345. Den haben wir doch aber schon im Inventar, oder was? Inventar einmal. Dann kaufe ich mal den Blutsauger, wenn es jetzt egal ist. Einmal. Ja. Komm bald wieder. Und wir schauen noch mal ins Inventar. Ausrüstung Noctis. Den Blutsauger würde ich gerne mal probieren. Und das Großschwert. Donnerkalten haben wir wirklich schon drin. Aber dafür müssten wir... Jetzt warte mal, ich schau mal, kann ich den nicht Gladius geben? Jop, machen wir doch mal. Die haben ein bisschen was Besseres und wir geben ihm auf jeden Fall nochmal Feuer. Schauen wir mal, was Ides so hat. Da gibt es doch keine anderen Dolche. Okay, der hat doch nichts anderes. Waffen hat er. Pistole hat er schon, die beste. Wirbelsäge, das ist eigentlich auch das Beste. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Willkommen. Brauchst ein paar Reiseartikel? Ich würde sagen, wir verkaufen das mal ein bisschen was. Hab ich parat. Den Bihänder können wir auf jeden Fall verkaufen. Vielen Dank. Da verkaufen wir doch mal 4 Stück. Dann haben wir da wieder mal ein bisschen Kohle gemacht. Oh, Silbermünze, ich weiß nicht, brauchen wir das noch? Ich verkaufe mal 3 Stück. Boah, 3400 CS Schnurhaar. Ne, das verkaufen wir mal nicht. Nächsten Mal. Okay. Mit dem Fahrstuhl in den Jumbo fahren, jawohl. Brechen wir bald auf? Ich komm schon klar. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr Damage mache mit der Waffe da. Weil unsere Motoklinge konnten wir bis jetzt noch nicht upgraden. Castino-Grube.
Einst ratterten in der Kalistinogruppe Laufbänder, die reichhaltige Rohstoffvorkommen zutage förderten. Heute ist der Steinbruch verfallen und zu einem Hort für gefährliche Bestien verkommen. Laut Chor soll sich tief in der Grube ein Königsgrab befinden. Okay, ich schätze mal so eine Art Dungeon dann wieder. Jetzt müssen wir nur noch das Grab finden. Ja. Die Fauna hier ist uns unbekannt. Das ist ein Dungeon. Wir müssen beim Kämpfen noch vorsichtiger als... Stufe 33. Wow. Könnte knapp werden. Oder könnte... Was heißt knapp? Es könnte schwierig werden. Ignis läuft aufgrund seiner Augenverletzung langsamer. Nimm etwas Rücksicht auf ihn und lauf nicht zu schnell. Ja. Der Boden ist rutschig. Vorsicht. Okay. Danke. Etwas langsamer? Schön langsam, Ignis. Wir warten. Ich hoffe mal, dass der überhaupt noch kämpfen kann dann. Ich denke mal, wenn der nichts. Oh mein Gott. Der nichts sieht, wird er schlecht kämpfen können. So Leute, ich würde sagen, bevor wir aber da runtergehen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und schauen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Ich denke mal, es ein schwieriges Dungeon wird. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Überanstreng dich nicht, Ignis. So, wenn es euch dann ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.